Das Spiel heißt Treffen. Wen treffen? Ja, ihr dürft mich gleich treffen. Ein Meet and Greet gibt es mit mir. Und dann sind wir gespannt, wer das bessere Gespräch mit mir führt. Nein, es wird sportlich. Dafür müssen wir etwas aufbauen. Das heißt, wir brauchen etwas Zeit. Und ihr seht schon, wir haben Basketballkörbe aufgebaut. Die Regeln sind wie folgt. Ihr müsst immer den Ball in den Korb treffen, der gerade aufleuchtet. Ein ausgeworfener Korb aktiviert automatisch einen neuen Korb. Ihr müsst 10 Körbe treffen, dann stoppt die Zeit. Der letzte Korb blinkt auch, dann wisst ihr, dass es der letzte Korb ist. Wer das Programm in der kürzeren Zeit bewältigt, gewinnt den Durchgang. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Mhm. Ihr spielt immer nur mit einem Ball. Also wenn der irgendwo daneben geht, müsst ihr euch den immer wiederholen. Okay. Die Münze entscheidet, wer anfängt. Der zweite wird isoliert. Mhm. Ab da, ja. Okay, natürlich. Mache. Ja, ja, klar, frag Frage gerne. Kann ich ja danach. Du würdest auch anfangen. Okay. Und? Meine Frage ist, ja, der leuchtet auf, wie ja, früher auf der Kirmes. Es kann aber nicht sein, dass man da hingeht und in der Zwischenzeit ein anderer aufleuchtet. Nein. Okay. Also ich bin ja total schlecht im Basketball, aber ich versuche es mal jetzt irgendwie zu erklären. Also, mit der Rampe müsste der Erste drin aber, sein. Doch. Nein, nein, nein. Also ich stehe in der Mitte. Und, ach so, das ist das Ding. Okay. Keine Korbleger. Nein, nein, nein. Keine Korbleger. So, du kannst natürlich hingehen. Ach so. So, ihr könnt jetzt gerne starten von wo ihr wollt. So, dann wird irgendwann... Irgendwo wird in ein Licht leuchten. Ihr guckt, wo ist das? Jetzt, ah, da ist das Erste. So, da versucht ihr jetzt reinzuwerfen. Ja. Die ganze Zeit. Oh, bis er drin ist? Bis er drin ist. So, und dann leuchtet irgendwann das Zweite und Dritte und Vierte. Okay. Und wenn ihr getroffen habt. 10 in einem Durchgang und da geht's nach Zeit. Genau. Okay. Mhm. Also, du fängst an. Basketball ist überhaupt nicht mein Sport. Was? Nicht dein Sport. Oh. Nein. Oh. Ewig her. So, du kommst hierher, du bekommst die Brille auf. Ich krieg die Brille auf? Ja, okay. Damit du das Programm nicht angucken kannst, weil das ist das Gleiche. Ah, verstehe. Und du, meinetwegen kriegst du auch noch Kopfhörer auf, dann hast du noch schöne Musik. Sehr schön. So, wenn das erste Feld leuchtet, geht die Zeit läuft auch schon die Zeit. Okay. Also nicht beim Treffer, sondern wenn das erste Feld leuchtet. Okay. Okay? Dann von mir aus gerne los. Auf geht's. Da sehen wir also das erste Feld. Ach, wie schlecht. So, Johannes. Na, da müssen tippe, wir er spielt nicht in den obersten Ligen Basketball, wenn er es macht. Aber ist ja egal. Irgendwie rein. Ja, probiert sogar mutig. Warum nicht? Wie gesagt, der klassische Korbleger würde ja übers Brett gehen. Ich vermute so ein bisschen, dass wir den gleich bei Moritz sehen werden. Der fragt das nicht umsonst. So, den Mutigen gehört die Welt. Warum nicht mal von dort probieren? Zack, drinnen. Zeit läuft. Wir sind jetzt bei 30 Sekunden. Wie gesagt, 10 Körbe beinhaltet das Programm. Der war ziemlich knapp, rollt am Korb lang. Will einfach nicht rein. Doch jetzt. Zack. Nee, genau gegenüber. Schlecht. Da war er mutig, hat sich gesagt, hol mal ein bisschen was raus. Hat aber extrem gekostet. So, zack, drin. Jawohl, kommt langsam rein in das Spiel. Warum auch nicht? Einfach probieren, auch drin. So, zack, an den Ring. Jetzt wieder übers Brett. Ist offensichtlich erfolgreicher. Oh, von dort, von der linken Seite macht man es mit dem das linken ist der letzte, Arm. Ja? Klassischer der letzte, Korbleger genau. Mit dem rechten Arm. Gott, wie schlecht. Ei, ei, ei. Ball müsste Erwachsenenball 7er sein. Standardhöhe 3,5 Meter. 1,15, 1,15, 6,8. Die Zeit. Wie viel muss man gewinnen? Wie viel das ging schnell. 3. Das ging schnell. Das ging leider gefühlt sehr schnell. Ich kann zugucken, ne? 3 durch. Du kannst jetzt zugucken, weil du hast das Programm ja durch. Ah. Schlecht. Oh Gott, oh Gott. Die Zeit läuft, sobald das erste Feld leuchtet, dann läuft auch die Zeit. Okay. Okay? Gut. Ja, guck, guck. So. Und los geht's. So. Wie gesagt, hier gibt's keine Schrittfehler. Einfach loslaufen mit dem Ball. Es gibt keine Schrittfehler. Auch nein. Wenn du es automatisch so machst. So, hier haben wir den klassischen Korbleger. Das meinte ich. Wie gesagt, es gibt keine Schrittfehler. Nimm einfach den Ball und stopf ihn rein. Jawohl. Kein sehr, Fehlbuch, sehr gut. Ne? Alles, jetzt noch nicht. Alles über den Korbleger. Da habe ich einfach die falsche Taktik gewählt. Zack, drauf ist er. Na ja, gut, noch ein drin.
Ja, wir können uns daran erinnern, Johannes hat es ja ein paar Mal sogar probiert mit ein bisschen mehr Mut aus der Distanz. Einfach falsche Taktik. Moritz weiß natürlich nicht, was wir für eine Zeit gerade hatten. Probiert das jetzt. Nein. Und der bleibt dort dran kleben. Nein. Der ist sehr, sehr hart aufgepumpt. Deswegen prellt er da sehr gut von der Wand weg und auch vom Ring. Und jetzt hängt er da plötzlich fest. Zack, drinne. So, da blinkt er, dieser Korb. Ich wieder zuerst. Und das heißt, 1:2:04. Das ist sofort. Moritz, sehr gut. Deutlich. Ja, deutlich gewonnen. Nein, der Johannes war nicht schneller. Moritz gewinnt den ersten Durchgang. Oh. Beides, ja? Ja. Okay. Warte. Ich noch einen? Was? Ich noch einen. Ja, ja. Achso. Du fängst jetzt an, das ist immer im Wechsel. Kannst natürlich gerne noch mal durchatmen. Aber ich sehe schon, du bist bereit? Ich glaube schon. Gut, dann von mir aus los. So, auf geht's wieder. Zack. Ja. Rums und drinnen. Also, eben gerade ganz klarer Sieg, aber es kann ja auch sein, dass Johannes gleich so ein bisschen reinkommt in dieses Spiel. Trotzdem sieht es vom Ansatz her natürlich wesentlich besser aus. Nicht nur wegen der besseren Zeit, sondern man sieht es eben auch so. Und wer mal so ein bisschen Basketball gespielt hat, der hat eben immer den Drang, den nochmal zu dribbeln hier. So, wir sind an den 30 Sekunden bereits vorbei. Zack, drin, genau gegenüber wieder. Und da springt er ihm wieder über den Korb drüber. So, wird jetzt also immer ein paar Mal über den Court geschickt hier. Und ich glaube fast, dass er sich auch diese kleinen Roller dort erlauben kann, wo die so ein bisschen länger am Ring kleben bleiben. Der letzte Korb ist drin. 56:58. Ich höre den Applaus. Ja. Oh. Ich krieg schon. Oh, 56, sehr gut. Bist du bereit? Dann startet das Programm. Und auf geht's. Mal sehen. Oh. Aha, probiert es dort. Wir haben es ja vorhin schon beim Tischtennis gesehen, dass wir es hier mit einem Links- und mit einem Rechtshänder zu tun haben. Probiert es jetzt beidhändig. Alles okay, alles in Ordnung. Und guck mal an, ich hab's gesagt, Johannes wird in das Spiel reinkommen. Und das sieht jetzt in dem Augenblick gerade so aus. Macht jetzt auch alles übers Brett hier. Und plötzlich trifft er sehr, sehr gut. Zack. Also hier ist einer, der aus dem Spiel was mitnimmt und sofort seine Schlussfolgerungen zieht. Und das wird ihm jetzt Mut machen. Denn wir sind jetzt erst bei 30 Sekunden. Und ich glaube, Johannes B. Kerner ist gerade dabei, eine neue Lieblingssportart zu entdecken. Da, das ist der letzte. Nein! Und da ist er drin. 45:22. Die Bestzeit. Du fängst jetzt an. Sekunde bitte. Ja, klar. Kannst auch gerne was trinken. Es hieß doch vorhin, es wird angenehmer. Wer hat das gesagt? Irgendwer. Ich bestimmt nicht. Ich auch nicht. So, aber wie gesagt, beide sind super reingekommen in das Spiel. Wir haben ja gerade noch mal ein paar Szenen gesehen. Und beide steigern sich. Also wie viel haben wir jetzt noch? Ganz dick unter einer Minute. 1:1. Ja. 3 muss man gewinnen. Das heißt, okay. Mindestens noch 2. Okay. Das ist hauptsächlich. Zählt die Brille, damit ihr das Programm nicht seht. Sehr gut. Ja, jetzt kann man es ja so sagen. Also, dritter Durchgang im Prinzip. 1:1. Johannes liegt vor. 1:15:45 Sekunden gesteigert. Bist du bereit? Ja, ich könnte auch noch ein bisschen dann könnte auch noch ein bisschen ausruhen, aber es nützt ja nichts. Dann start. Oben von unserer Krankenkammer her sehen wir es natürlich wunderschön, wo es losgeht. Na, dieses Programm. Zu gewalttätig. Aha. Fehler minimieren. 3 Versuche gebraucht gerade in dem Augenblick. Na? Und da will er einfach nicht vorbei. Zack, so.
Also alles von links. Sie sehen es also vom Linkshänder Johannes B. Kerner. Und da bleibt er wieder ein bisschen hängen. Und der will einfach nicht rein. Manchmal ist es wie verhext. Ne? Eigentlich noch ein bisschen weiter weg vom Korb, wenn man einen richtigen Kropfleger machen will. Also ich meine weiter links. Jetzt die Entfernung vom Brett hat schon ein paar Mal richtig gut gestimmt. So, und jetzt hat er die alten Fehler plötzlich wieder ausgepackt. Wir sind bei 55 Sekunden in dem Augenblick. Ja, und wahrscheinlich durch diese Fehler, letzter Korb, wird Moritz eine gute Chance haben, den Durchgang zu holen. Hallo? So, Johannes, du kannst dich ausholen. Okay. Dann gucken wir, ne? Du kannst jetzt, Boy. Weil das Programm ist ja jetzt durch. Du bist bereit? Dann start. So, wo leuchtest du zuerst? Dort. Scheiße. Ah, auch nicht. Dicht unterm Korb, das macht's nicht leichter. Ich tippe beide. Eine lange Zeit kein Basketball gespielt. So. Das zweite Nachbar. Rot ist wieder da. Das ist echt ein Unterschied. Ja, ja. So, genau. Das kostet über Luft. Wir haben es eben gesehen. Es sind 45, 56er Zeiten hier drin. Und wir sind gleich bei 30 Sekunden. Ich sage wann, nämlich genau jetzt. Programme für beide immer gleich. Damit also auch beide die gleichen Entfernungen zurücklegen müssen. Deswegen kann also Johannes auch hinschauen hier. So. Ja, und das war eben knapp über einer Minute. Die Chance also mit dem Korb den Durchgang zu holen. Scheiße. 55 Sekunden. Der muss sitzen. Der muss jetzt sitzen. Und er sitzt. 1,78 Sekunden. Du fängst an. Oh nee, echt? Ja. Mach ich. Wir sehen es noch einmal. Also zum Teil wirklich eine sehr, sehr schöne Technik. Aber manchmal wie zu genagelt so ein Korb. Dazu noch die Hand-Auge-Koordination, also sehen, trinken. Wo es blinkt. So, das scheint hier also unser letztes Vormitternachtsspiel okay, zu sein. Dann Start. So, jetzt geht's auf der anderen Seite zuerst los. Ja. Hilft ja auch so ein bisschen die Markierung dort, dieses schwarze Viereck beim Korbleger. Wieder zurück zum ersten. Aber jetzt wieder ein gutes Trefferbild. So, zack, Achtung hier. Ich sage wieder die 30 Sekunden an, um ungefähr so ein bisschen eine Orientierung zu haben. 30 Sekunden sind es jetzt. Hey. So, der war wieder gut am Feld. Er geht also immer auf den Korbleger mit der rechten Hand. Scheiße. Klappt er auch ziemlich gut. Nochmal hier kurz von abweichen. Von der linken Seite geht es eben auch mal im Ausnahmefall mit der rechten Hand. Zack, wieder der. So, blinkt. Und wieder unter einer Minute. 56,24. Was lachst du? Ja, ich freue mich einfach, wie ihr euch anstrengt. Der zweite Durchgang ist ein Brett, ne? Ja, ja. So, Johannes sollte jetzt Gas geben und Start. Aber er kann es ja, wir haben es ja gesehen, die 45 Sekunden, der Kordrekord ist ja von ihm. So, und jetzt kann er sich sogar leisten, ein bisschen weiter entfernt hier den Korbleger zu machen. Hier. 3 von 3. Und er ist auch drin, auch wenn er zweimal auf dem Ring getanzt ist. Jetzt der kleine Klemmer. Der muss doch reingehen. Nee.
So, jetzt. Und jetzt zurück zu den alten Stärken. Wenn Johannes diesen Durchgang gewinnen will. 30 Sekunden waren es eben gerade. Zack, noch drei. Ah, probiert es wieder von ein bisschen weiter weg. Macht's auch von rechts, beidhändig so ein bisschen. Mhm. Blinkt der letzte Korb. Sitzt sofort, jawohl. Mit einer 50-3-8 wieder ein Durchgang für Johannes Bickham. Ich muss, ne? Ja. Come on. 2-2, du musst zu zwei anfangen, aber trink was. Sekunde. Ja, ja. Sehen wir es nochmal. Also, oh, der Oberschenkel macht zu. Nö, das nicht. Klassisch von links als Linkshänder. Sehr gut gemacht, auch wenn er oft die zweite Hand noch mit zur Hilfe nimmt. Ab und zu sogar ein Drittel zu erkennen. Vier. Ja, ja, der eine, das, da wird man dann auch nervös, ne? Ja, wenn man zweimal nicht getroffen hat und warum? Entscheidender Durchgang, steht 2-2. Johannes fängt jetzt an. In dem Durchgang geht es also darum, wer gewinnt das Spieltreffen. So, 9 Punkte gibt es. Bist du soweit? Ja, das, wie gesagt. Dann Start. Okay. So, jetzt also diese Kolbenklemmer, nenne ich sie jetzt mal, vermeiden. Die immer 2, 3, 4 Würfe brauchten. Bisher wieder der sehr, sehr gute Johannes B. Kerner, kaum sag ich's, geht einer daneben, aber sofort wieder geklärt. Das Ganze mit 20 Sekunden und den Versuch näher Halbzeit. Auch wieder klasse drin. Wir sind immer noch unter 30 Sekunden. So, jetzt erst bei 30 Sekunden. Chance auf eine absolute Bestzeit. Und na, da wieder so ein Ding und der will einfach nicht rein. Komm, da ist er. So. Und wow, der letzte auf 45-3-4. Das war schnell. Das war tatsächlich wirklich schnell. Ich hab's gehört. Beziehungsweise, ja, das war schnell. Aber ich glaube, ein bisschen unter Moritz Druck. In Bestform schafft es. Du bist bereit? Dann start. So, aber es muss so gut wie alles passen. Auf geht's. So, erstes drin. Zack. Wieder klassischer Korbleger von rechts. Damit ist auch keine Zeit mehr mit Dribbeln. Wie gesagt, Basketball-Experten zu Hause, alle weggucken. Zack. Ja, noch so ein bisschen länger dort, dieser Roller am Ring. Ui, und jeder, der nicht sofort reingeht, der kann gleich wehtun. Wenn wir gucken, 30 Sekunden sind durch, 4 sind es noch. 10 Sekunden hat er quasi noch. Jetzt vielleicht Risiko gehen. Na, zack, da ist er drin. Wir gucken auf die Uhr. Und das Ding ist jetzt quasi durch. Probiert, jawohl, mutig. Leider, aber es hat nicht gereicht. Psycho. Ralf Psycho. Das ist alles Psycho. Alles Psycho. Psycho. Das ist ja gar nicht anstrengend. Das ist alles so Psycho. Ja, ja. Sagt der Herr Kerner. Ja, es ist natürlich, weil man wird nervös, wenn man auf einmal nicht getroffen hat. Ruhig bleiben. 9 Punkte gab das für Johannes B. Kerner. Und wir haben einen Zwischenstand von 31 zu 14. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ne, damit euch kein Video mehr entgeht. Glocke, abonnieren, das ganze Zeug.